Willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit dem YouTuber-Projekt. Mit der Novi ist auch wieder am Start. Hallo! Guten Tag. So, ihr habt die erste Folge bei der Novi gesehen und ihr habt natürlich auch zu mir geschaltet und die zweite Folge kommt jetzt. So, Novi guckt gerade schon, wo wir hingehen bestimmt. Ja, genau. Klar, ich hab Kess gerade mal ausgewählt. Unser PlayStation-Veteran, der fehlt heute, der ist irgendwie... Ein Kraut. Der ist Ich habe noch irgendwie... gar keinen Beruf angenommen. Ach, noch nicht? Aber weißt du, was jetzt der Vorteil rein theoretisch wäre? Wir könnten einen Chauffeur nutzen. Oh ja, das ist gut. Tada! Schon erledigt. Oh, warte mal, den muss ich ja nochmal schnell reinziehen. Ach, den hast du schon bestimmt in der Liste gehabt, ne? Natürlich! Nee, ich habe hier keinen Lehrer gefunden, der mir gefallen hat. Gibt's hier keinen Bergbau? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Egal, ich mach das irgendwann zwischendrin. So, was ich auf jeden Fall jetzt als nächstes mal ausstellen muss, dass wir nehmen ja gerade auf, das geht ja gerade nicht. Die Stoppuhr habe ich natürlich vergessen, jetzt habe ich sie angemacht. Die ist, ist nicht schlimm. Oh, hier sind so viele Kräuter. Das ist Klick-Klick von hier Discord. Das gleich wieder. Klick-Klick. Ah, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen bei der ersten Aufnahme. Ich glaube, ich habe den Discord-Ton. Habe ich den aus? Gute Frage. Das hörst du so ganz leicht, wenn er. Ich habe ja Push-to-Talk drin, wenn du das ganz leicht anmachst. Tick-Tock. Ach so, ja gut, ich habe ja kein Push-to-Talk, ich habe Sprachaktivierung. Ach so, ja, das hatte ich ja auch, aber da hast du dich ja letztes Mal leider ein bisschen gehört. Ja, ich habe ein zu lautes Organ. Dabei bin ich eigentlich relativ leise immer. Oder ich werde leise, wenn ich nämlich zocke, denke und rede, dann rede ich leiser, weil ich am Denken bin. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, da rede ich echt manchmal immer, ja, und irgendwann höre ich mich wieder. Ja. Genau das, ich denke so, weißt du, wenn du die Probeaufnahme machst vom Ton, alles bestens. Wenn du dann mal ins Let's Play reinguckst, bist du schon wieder leiser geworden, fängst an zu nuscheln. Wie weit bist du mit deinem Hauptcharakter? Ich stecke bei, oh Gott, 114, glaube ich, ja, ich glaube 114. Ich habe aber, also ich habe eigentlich habe ich schon 6 Level gemacht, weil ich nämlich meinen Mage schon gelevelt habe. 2 Level. Okay. Und ich bin immer noch bei Zuldazar. Habe gerade den König gerettet. Das ist so mein Stand der Dinge. Aber okay. Ich bin noch nicht viel dazu gekommen. Ja, ich habe Zuldazar. Ja, genau, so war das. Also das habe ich jetzt durch. Gut, ich bin auch mit, glaube ich, Level 115,5 raus. Ich habe auch jede Quest gemacht. Selbst irgendeine Run-Quest. Da ist auch eine schöne Quest. Ich weiß nicht, ob du die gemacht hast. Wenn du... ich weiß nicht, wie das da heißt. Wenn du, sagen wir mal, diese Karte öffnest, kannst du sie ja so grob vorstellen? Ja. Wenn du die Karte öffnest, rechts ist doch, glaube ich, so ein kleiner See oder Fluss. Blut und Donner. Aha. Und wenn du da runter gehst, da war auch eine der ersten Quests, wo du da dich an so einen Tempel mit eintreffen musst, da ist so eine Questreihe. Da geht es darum, wie du so die großen Dinosaurier verpasst, dass die sich vermehren. Das ist eine geile Quest. Ja, genau. Quest, die ist so süß, die Quest. Vor allem wird dann das Männchen ja Mini. Ja. Wo ich mir so, also ich glaube, das ist nicht jugendfrei. Mein Gedanken dazu, den ich einfach nur hatte. Nee. Ich glaube, ich habe mir auch selber in meinem eigenen, also wo ich das aufgenommen habe, selber auf die Zunge gebissen, weil das, meine Gedanken waren echt nicht schön. Aber es ist total süß. Und es ist Inzucht, was betrieben wird. Ja, ja, aber sonst vermehren sie sich ja nicht. Ja, aber wenn dann irgendwann nur noch Krüppeldinos rauskommen, dann bringt uns das auch nichts. Also, solange sie keinen Knoten im Hals haben, ist das okay. hat das Essen einen längeren Weg. Es ist so schlimm, seitdem ich im Praktikum bin, habe ich richtige Wortfindungsstörungen und mein Deutsch funktioniert auch nicht mehr richtig. Das ist schade. Also dann müsstest du das wieder lassen. Nee, es macht Spaß. Konntest du da gerade einen Beruf annehmen? Nee, ne? Habe ich nicht nachgeguckt. Ich
dachte, wir sehen einfach erstmal zu, dass wir ein paar Quests machen. Ich düste gerade davon. Nee, ich bin schon da. Aber die brauchen wir hier gar nicht, ne? Wir müssen in die Burg. Nee, genau. Wir müssen Marinesoldat und Heckenschütze umhauen. Oh, hier, da ist da schon der Erste. Da ist der Erste. Wo ist denn mein Kriegerchen? Schon längst Sehr da. schön. Und ich finde es auch jetzt toll, dass ich einen Troll gemacht habe. Das passt ja total zum Add-on. Sehr gut. Die sind mir ja total ans Herz gewachsen. Ich habe zwar jetzt auch schon, ich habe mich so ein bisschen spoilern lassen bei YouTube, habe ich so Trailer gesehen, wie es so ein bisschen in dieser Storyline weitergeht. Das ist okay. Ich habe auch die Storyline von Jaina gesehen, die ich natürlich auch, die finde ich klasse. Die mit Jaina habe ich eigentlich so nichts so wirklich am Hut. Aber wenn du mal so diese Clips da gesehen hast, da, ja, ist okay. Ja gut, das ist ja bei mir das Problem. Es gibt eigentlich so, also einige YouTuber, wo ich echt gerne gucken möchte, aber ich will mich nicht spoilern lassen. So, ich Ja. habe einen zum Beispiel mit The Witcher. Der ist halt einfach schon weiter als ich, kann ich nicht gucken. Würde ich lieben gerne, kann ich aber nicht, weil dann spoilere ich mich. So, und du gehörst ja auch in die Kategorie WoW, wo ich eigentlich gerne reingucken möchte. Da! Aber ich glaube, wir sind derzeit noch gleich. Wo bist du Ja, denn? du In der bist nicht Burg? viel weit. Nee, noch nicht. Aber hier rennt gerade jemand. Ein Priester. Ah, ich Aber ich komme. sammle gerade so Kisten ein. Aber ich glaube, wir sind, glaube ich, klein, du bist, glaube ich, eine Folge weiter. Weil du hast ja vor mir angefangen, aber du machst ja auch ein bisschen länger, weil ich mache immer so zwischen 15 und 20 Minuten. Gut, die letzten waren auch so 25 Minuten. Aber wenn es danach Ja, aber geht, wenn. ich habe für bestimmt 4 Wochen produziert. Aber locker. Na gut, das habe ich noch nicht. Ich hänge halt wirklich hinterher. Ich habe auch letzte Woche Minecraft vergessen. Ich dachte so, ja, hast du ja gemacht. Und jetzt irgendwie am Dienstag, Montag oder Dienstag fällt mir auf, warte mal, da ist doch gar kein Minecraft online gegangen. Ups. Aber, Heute ist online gegangen. wo ich ran überlege, ich mache ja auch, ich spiele den Paladin von Level 1 bis 120, den Jäger. Machen wir jetzt den hier und mein anderen Jäger, mein Hordejäger, aber ich werde wahrscheinlich, da will ich mal so testen, so ein kleines Infovideo machen, das eine Woche laufen lassen, ob ich das entweder ganz sein lasse, dieses Let's Play, oder erstmal etwas länger auf Pause setze. Mal gucken, was die sich so entscheiden, ob ich überhaupt einen Kommentar kriege, wäre ich ja schon dankbar. Ja, das ist es ja. Ich würde ja gerne kommentieren. Ja, bei den Aber Jäger kannst du ja kommentieren. ja gut, das stimmt. Das ist ja, ach, wir warten auf den einen, ne? Oder war der das? Nee, das war der gar Nee, nicht. das ist noch mal ein anderer, glaube ich, auf den wir jetzt warten. Doch, der kommt gleich. Ja, es ist halt irgendwie noch ein bisschen drunter und drüber. Übersicht fehlt so ein bisschen. Und vorhin habe ich gelesen, Battle of Azeroth ist das meistverkaufte Spiel von Blizzard. Das hat am ersten Tag 3,4 Millionen Mal ist es verkauft worden. Am Gut, ersten Tag am ersten Tag, zehn gut, da Legion die. war auch mit 3,3 dabei. Welches war denn noch? Noch irgendwann eins war mit 3,3 dabei. Aber Legion soll jetzt hier Azeroth soll reingeschlagen haben. Ja gut, ich glaube, also ich finde Azeroth sehr schön. Ich glaube, das geht halt für viele so in diese Richtung, endlich mal wieder so ein bisschen dieses Ja. Allianz-Horde-Ding und nicht, dass wir gemeinsam gegen irgendeinen Gegner kämpfen, sondern dass es wirklich darum geht, mal wieder diesen Das stimmt. Ka Kampf aufleben zu lassen. Aber ich glaube, am Ende stellt sich bestimmt raus, weil wir haben uns die letzten Addons teilweise eigentlich immer zusammengerissen, außer so ein paar. Und das kommt bestimmt zum Schluss des Addons raus. Es ist ja, glaube ich, auch schon bestätigt, dass wieder irgendwelche alten Titan oder Götter. Welche waren das denn? Na, ich gehe mal davon aus, Titan. Es geht ja um Azeroth und Azeroth ist ja ein Titan, eine Ja, gut, Titanin, das heißt glaube ja ich der sogar. Kampf um Azeroth, aber ich glaube, da kommen die alten Titanen kommen wieder. Die Titanen, das waren doch diese. Wer war denn in Uldua? Das war doch ein Titan, oder? Na, ich glaube. Ich glaube doch, das waren Titanen. Nee, Ach. nee, Gottheit, das sind die alten Götter. Doch, die alten Götter waren das. Die alten Götter. Und ich Da gehe davon aus, überfragst du dass mich die halt. Allianz einen alten Gott hat, weil es sind ja noch ein paar alte Götter auf Azeroth. Soweit ich das weiß. Und ich gehe davon aus, dass die uns ein bisschen verrückt gemacht haben, die Seite und die, und deswegen so der Krieg ein bisschen ausgebrochen ist.
Ich weiß es halt nicht. Ich bin ja immer noch so ein bisschen angefressen wegen Sylvanas. Das nehme ich hier immer noch übel. Halt mit Teldrassil. Was fehlt dir noch? Marinesoldat und Heckenschütze, Okay, sowohl als auch. gucken wir mal hier unten. Hier sind manchmal so Hier. Marinesoldaten. Ich guck mal, da läuft schon Ja, jemand. hier levelt halt gerade noch jemand. Wobei Ja. es mich wundert, dass eben mit Add-on-Start so viele kleine Ja, Leveln. da Das ist mir war. echt schon häufiger aufgefallen. Auch wo ich mein Paladin gespielt habe, da war echt viel los. Ja, deswegen. So, und dann So, da gucken wir noch unten mal ist ein noch paar. was, was wir Ach guck mal, da brauchen. hinten Guck ist auch mal. noch einer. Ach, ich will mal Pony machen, aber Pony geht ja nicht auf Krieger. So, Eine dieses Sau war da nicht. automatische, das. Oder? Ja? Ne, Also brauchen wir ja gar nicht mehr, ne? Ne. wir müssen oben noch, brauche ich noch was. Na, ich habe auf F immer liegen, das, was einen schneller macht. Und deswegen drücke ich es automatisch, auch wenn ich noch auf kleinem Level bin und wundere mich halt nur, warum es nicht schneller geht. Bist du hinter mir? Weil hier ist einer, den wir brauchen. Ja, ich bin da. Da ist noch einer. Aber ich muss sagen, mir macht das Addon bisher Spaß. Ich muss sagen, man kann ja sagen, die Levelphase ist ja auch schön, die Storyline finde ich auch okay. Viele sagen, selbst die Horde sagen, dass die von der Dings besser ist. Warte mal, ich brauche noch eine Kiste. Dass die von der Allianz diese Questreise für über Jaina und so besser sein soll, aber finde ich jetzt gar nicht. Gut, ich kann es jetzt auch nicht beurteilen, weil ich sie nicht gespielt habe. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir die noch nicht mal angeguckt. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht mal einen Alisha aufleben lasse. Da sind ja noch einige auf anderen Servern. Nur um mir den mal anzugucken. Aber das kommt dann wirklich ganz, ganz später. Da gab es, glaube ich, auch noch eine Questreihe in Terramor, wo du da die Piraten, glaube ich, bekämpfen musstest oder die helfen. Ich meine, du musstest die Horde da besiegen, glaube ich. Oder es war eine alte Questreihe. Irgend so ein kleines Infovideo habe ich mal gesehen darüber. Okay, also na, als Hordler bist du ja einmal nach Tul Teras oder wie die heißen rüber. Genau. In Allianzbereich. Da Hordler dachte ich schon, war ich noch gar nicht. Also ich bin ja immer noch nicht fertig in Suldasar und dachte so, nein, jetzt kommst du nicht mehr zurück, aber ich bin am Ende zurückgekommen. So. Hä? Ach, da kann ich eine Quest abgeben. Genau, da oben am Bei Haus. Gartok. Oh, diese Namen. Ja, die kann man teilweise gar nicht aussprechen. Ja, und ich, also die Namen, die Gebiete, eigentlich alles, und ich lese ja in meinen Let's Plays vor. Ja. Ich sitze da immer und denke mir so, am besten müsstest du das alles zusammenstückeln und immer vorher einmal Probe lesen. Also stellenweise ist das. Du könntest natürlich auch stumm aufnehmen und dann das dir angucken und dabei kommentieren. Nee, das ist doof. Das hatte ich damals, hatte ich auch schon mal gedacht, weil dann redest du wahrscheinlich mehr. Und dann musst du nicht immer die Aufnahme stoppen direkt wieder. Oder wieder zusammenschneiden. Dann nimmst du einmal auf und dann Ja. kommentierst es. Also du redest normal. Die würden es schon nicht merken, wenn du es gut machst. Ja, nee, also erstmal denke ich, ist das schwierig und zweitens weiß ich ja auch nicht, wie lange ich brauche dann zum Vorlesen zum Ja, stimmt Beispiel. natürlich. Und ich müsste ja trotzdem meinen Mund bewegen passend. Also nee, Ach ja, du dann, machst dann ja mit verhaspel ich mich Facecam, lieber. bestimmt mit Facecam geht das ja nicht. Ja, also da verhaspel ich mich lieber. Es gehört irgendwo dazu. Ich bin Und außer gut ist. Reichweite. Ja, ich habe gerade nicht an die Facecam gedacht. So, warte, den Aber man hier. gewöhnt sich dran. Das ist zu weit entfernt. Man gewöhnt sich wirklich dran. Und was mir aufgefallen ist, mit Mage 45 Minuten Wartezeit im Dungeon Browser, Ja. mit Tank darf ich mich bloß nicht anmelden. Ich kriege einen Instant Invite. Das habe ich Obwohl auch sie ja alle gemerkt. durchgelevelt sein sollten. Das habe ich Also. auch gemerkt. Oh, das war ein bisschen zu viele. Oh, Heilung. Du bist ein Heiler und kein Tank. Ja, ich vergesse das immer. Du Ich weißt bin ja. ein Krieger und kein Paladin. Ich habe kein Pony, um überall hinzuhüpfen. Ich hab vergessen, dass wir keine Level-Items anhaben. Da, sonst geht das immer ruckzuck. Du hittest die an, läufst im Kreis und dann fallen sie um. Aber das Blöde ist, wenn du solche anhittest, Kein die dich Ziel. von Weitem beschießen. Das ist halt die Frage, verzichten wir weiterhin auf Level-Items oder. Musst du sagen. Du musst zuerst etwas anvisieren.
Mir wäre es eigentlich prinzipiell egal, weil wenn wir bis 120, das ist viel, ne? Ja, deswegen. Wir können auch anziehen. Außer den Ring, den habe ich nicht. Bringt Also der Ring wir könnten alles Doppel-EP? anziehen, außer den Ring. Ich habe hier mal was angenommen. Du auch? Ich konnte hier nichts annehmen. Abbau der Verluste. Kannst du die teilen? Ich guck mal. Ich habe eigentlich Ja, nur diesen Typen hier habe ich. angesprochen und dann ist er aufgestanden und hatte eine Quest für mich. Ja, ich konnte die annehmen. Diese Rüstung finde ich auch genial, ne? Von dem, also diese Horde-Rüstung. Ja, also die Standard-Horde-Rüstung. Was genau machen wir hier eigentlich? Ah, guck, hier müssen wir nochmal jemanden anreden. Gucken, ob das für uns beide zählt. Genau, hier kann ich auch jemanden anreden. Warte, hier. Naja, und eben konnte ich halt auch einen anreden und habe das gemacht und da ging die Quest dann los. Hast du aber auch alles Ich pulst? habe nicht alles gepult, nur zwei. Und einen belebt oder so. Oder den. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir gemacht habe. Ich Auf jeden Fall weiß es steht auch er nicht. wieder. So Face-Aggro-mäßig. Ich sag ja, hier ist echt viel unterwegs. Ja, das hat mich auch gewundert. Seid gegrüßt. So, was fehlt denn uns noch? Mir, ich brauche noch ein paar Kisten. Ach, das bist du gar nicht, der neben mir steht. Ich dachte, das bist du die ganze Zeit. Habe mich schon gewundert, seit wann du schießen kannst. Ich muss auch gerade mal gucken, welcher du bist. Hier rennen so viele rum, verdammt. Warte mal, den spreche ich hier an und dann haben wir die Aufgabe auch fertig. Du Oh. vielleicht, ich nicht, mir fehlt noch einer. Ja, mir fehlt jetzt auch noch einer. Achso, ja Ah, dann die zählen den. für uns beide. Ja, nicht den hier. So, das ist erledigt. Genau, Kisten brauche ich nämlich auch noch. Wo bist du? Da. Der, dort. Naja, also ich finde halt, wenn man zu den Terminen zum Aufnehmen nicht erscheint, ist halt die Frage, inwieweit sollen wir das mit einplanen? Paar Aufnahmen müssen wir machen. Das Dann ist stimmt. er halt Gast und eskaliert ja, wie du schon Ja, meintest. er kann ja. Ne? Ich sage ja nicht, dass er nicht mehr mitkommen darf. Gut, es kann ja jedem mal was dabei. Du, ich weiß nicht, du siehst ihn ja gerade in Dings. Spielt er? Ja, also ich kann ja mal reingucken und es steht halt im Wald von Elvin und ist jetzt von Level 4 auf Level 6 inzwischen. Ja, dann hat er vielleicht keine Lust oder. Ja, denke ich Wenn auch. er Dass dann er doch keine nochmal Lust mitkommen ist. will, dann muss er halt. Sagen wir ihm, oder du sagst ihm vorher, wo wir sind. Und dann muss er sich dahin bewegen und die Questen da annehmen. Ja, na dann kram mal dein. Ich darf. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Stimmt. Das haben wir ja nicht gemacht, weil er unbedingt mitmachen wollte. Wenn dann, also wenn er nicht da wäre, okay, aber wenn er absagt und dann selber zockt, Ist das ist das auch nicht alles irgendwie drin? lästern oder drüber herziehen, das ist halt Nee. eine Einstellungssache. Ich habe ja auch abgesagt, aber da hatte ich halt mit Praktikum zu tun. Wollten ja schon auch Anfang der Woche eigentlich aufnehmen. Aber ich muss erstmal zum Lehrer, zum irgendwas zum Verkaufen. Mein Inventar ist voll. Hast die Aufgabe fertig? Ja. Ich muss aber auch verkaufen, mein Inventar ist grund. Ach, die Taschen, scheiße. Stimmt, da war ja was. Ja, da war ja was. Ja, ich denke bis zum nächsten Mal dran. Dann werden wir in der nächsten Folge Taschen wieder vergessen. Da-da-da-da. Und ich muss jetzt echt hoffen, dass die Aufnahme auch aufnimmt, weil letztes Mal hat das voll gesponnen. Ich hoffe es. Wieso? Was war? Das weiß ich nicht. Ich kann das sein, glaube ich, dass ich da, weil ich das Handy reingesteckt hatte. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gedrückt und wir drücken die Daumen, weil das letztes Mal hatte ich auch eine Folge, Schönen Tag bei auch. wo ich Let's Play aufgenommen habe und das war auch die eine Folge, die so total toll war. Wo ich auch gesagt habe, boah, da habe ich auch geredet ohne Ende, weil ich die Questreihe da total toll fand. Und dann gucke ich, hä, wo ist die denn? Wo ist die denn? Ja, die Technik. Ich hatte das mal mit Minecraft. Da bin ich unterwegs gewesen, war erkunden. Und er hat zwar aufgenommen den Ton, aber er hat mein Bild nicht aufgenommen. Und ich war in dieser Minecraft-Folge, habe ich mir Tiere gesucht. Ah. Und da bin ich dann. Hä? Ich muss nochmal hoch. Ach, Inventar ist voll, da muss ich erstmal verkaufen. Und dann bin ich bei dem Suchen, habe ich es irgendwie geschafft, in eine Schlucht zu fallen. Ich habe aber mit einem halben Herzen überlebt.
Und es war einfach so eine geniale Situation. Ich gucke mal am Ende des Videos an und denke so, scheiße, das Bild gar nicht aufgenommen. Ja, damit war dann die tolle Folge hin. Die war echt Zufall gewesen. Ich dachte so, ah. Ja, Dann habe ich dann leicht knurrig nochmal eine andere Folge aufgenommen. deswegen hoffe ich, dass das jetzt aufnimmt, aber es müsste eigentlich aufnehmen, dürfte jetzt nichts passieren. Ich hoffe es einfach mal so, das nehmen wir mit. Und Tempo nehmen wir mal 2. Also wir können alles anziehen außer den Ring. Aber macht der Ring extra EP? Ich glaube, der war extra mit LP. Ich guck gleich mal. So, jetzt habe ich es verkauft und kann auch die Quest mal abgeben. Da müssten wir mal irgendwann uns einen Mock-Typen suchen. Ah, wir müssen ja sowieso bald nach Orgrimmar. Ja, ach, das machen wir dann in Ruhe. Mein Pali ist auch so zerstört vom Mock. Aber wenn ich jetzt beim Leveln, wo man sowieso ständig, also weil es Equip bekommt, wenn man kein Level-Gear hat, halt im Endbereich, dann. Konnte man das eigentlich bis 120 schon aufpushen? Nee, ich glaube nicht. Nur bis 110 müsste jetzt gehen. Bis 120 ja sowieso nicht. Aber 110 dürfte jetzt, glaube ich, gehen. Okay. Ich weiß es aber nicht. Ich muss sowieso gucken, ob ich überhaupt 100er Sachen habe. Jetzt Ja, schon, ich glaube nur. mit denen habe ich, glaube ich, jetzt gerade alles nur bis 90 an. Ah, da bist du schon mal weiter als ich. Ich habe, glaube ich, nur 60er Kram. Ich muss mal gucken. Muss mir das erstmal gleich anziehen. So. Müssen wir mal durchs Fernrohr gucken, ne? Ja. Das Fernrohr gucken. Ich habe es noch nicht mal geschafft, mir meinen Kram rauszukriegen. Wo ist denn hier ein Fernrohr? Das kriegst du dann. Ach so. Ja, sag das doch. Ich renne hier, ich bin gerade zweimal um diesen Turm gerannt und habe gesucht. Du musst das anklicken und ganz das Video bis zum Ende gucken, glaube ich, sonst zählt das gar nicht. Oh, und da war ich so sauer, wo ich diese Aufnahme nicht da war, habe ich direkt alles ausgemacht. Deswegen. Ja, und ich habe halt knurrig danach noch eine Folge aufgenommen. Deswegen drücke ich jetzt die Daumen, dass das passt. Was das blöd ist, bei WoW kannst du es ja nicht wieder zurückgängig machen. Ja, das stimmt. Ich Ach, war das so wird schon kurz alles davor zum funktionieren. Release, wo das alles so schlecht gelaufen war, hätten wir einen anderen Chart zu spielen, wo ich aber keine Lust drauf hatte. Ich war auch schon kurz davor, einen GM anzuschreiben, ob er mich zurücksetzen kann. So, ja, nee, aber ich glaube, zurücksetzen wollen wir nicht. Also ich habe einen Kopf für 100. Stell mal kurz den Krempel her. Bei meinem Pali habe ich doch nicht mit Dingens gelevelt, mit Level Gear damals. Oder doch? Doch, klar, da war ja noch der Dudu Main. Deswegen bis 100 habe ich die Sachen, die für Pali sind. Oh, sogar ein Schmuckstück bis 110. Und welcher Ring? Ich habe gar keinen Ring. Ne? Ja, es Möge gibt so einen eure Levelring auch. Klinge Der hat, glaube ich, auch niemals stumpf sein. 5% Ja, der hat auch Nachteil. 5%. Oh, ne, den habe ich aber nicht. Schmuckstück nochmal. Habe ich jetzt alles? Ein Hals habe ich. Ach, die Waffen. Na gut, meine Waffen sind nicht bis. Die sind nur 60er, aber das ist nicht schlimm. Das kann ich ja dann nochmal. Ich habe auch jetzt gerade erstmal Machen. alles bis 90 an. Außer. Welches Schild habe ich jetzt genommen? So, zack. Sieht gut aus, oder? Ist eigentlich pottenhässlich. Hast du schon Aufgabe fertig? Ich habe durchgeguckt. Okay. Ah, jetzt bin ich Was mal zu laut. findet die überschwemmte Hütte? Hä? Ich habe wohl doch noch nicht fertig. Ich habe es doch aber nicht abgebrochen. Muss ich es bis zum Ende gucken Bis oder zum darf ich Ende, es ne, das abbrechen? geht dann aus alleine, automatisch. Okay. Aber warum hat denn das nicht gezählt? Ich habe eins ja schon gemacht. Und das Bild steht und steht und. Ah, jetzt. Huch! Ja, das dauert ein bisschen. Ah.
Okay, ich muss jetzt noch zweimal, sorry. Hey. Ach ja. Ja, mittlerweile gehen so bei uns auch in der Gilde alle nur noch mythisch. Jetzt wird erstmal equipped, ne? Wann soll denn eigentlich dieser erste Raid rauskommen? Ich weiß das gar nicht. Nächste Woche schon? Bei uns ist am 5. angesetzt für den ersten Gilden Raid. Okay. Bis dahin, ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin so weit bin. Das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Guckst du noch? Ja, ich muss noch einmal, das Okay, letzte Mal. weil du hast dich schon auf der Karte gerade bewegt. Es ist wahrscheinlich, weil du da so hinteleportiert wirst. Nee, der wurde schon angesetzt. Geht, dann kommt, wann, was ist der fünfte? Das ist ein Donnerstag. Nee, Mittwoch. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Oder das ist der 9. Ja, aber ich glaube 5.9. Dann kommt es vielleicht auch noch, ja, glaube ich, es kommt, der erste Raid kommt doch meistens auch immer nach 2 Wochen raus, ne? Du, ich weiß das jetzt gar nicht so genau. Also relativ zügig. Aber ja, also es gibt dauernd ploppen bei mir Gildenerfolge auf. Das kann ich dann nicht verhindern, dass das natürlich zu sehen ist. Wo die halt, oder so. Na, wenn man zu dritt geht, zählt es ja Ja. als Ja. Gildengruppe. Zum Beispiel so. Wo wollen wir zuerst hin? Das ist mir egal. Okay. Düsen wir einfach mal Hatte ich hin. gestern auch die ganze Zeit mythisch da, mythisch hier. Dachte ich mir, okay, ihr sucht dies. Ja gut, der Mage wird auch irgendwann am Pali vorbeiziehen, weil das ist ja der, mit dem ich raiden gehen werde. Okay. Mit welchen spielst du dann mit dem Paladin, ne? Genau, also ich mache, also mein Parler ist bleibt mein Main, aber ich kann halt aufgrund Zeitmangel momentan keine Tankposition einnehmen und deswegen der Mage für den Raid. Okay. Aber den nimmst du gar nicht auf, ne? Nee, jetzt nicht. Natürlich werde ich aber die Raids aufnehmen, um zu beweisen, wie scheiße ich doch als DD bin. Aber warum hast du denn nicht dann gleich den Magier genommen? Nee, weil der Magier wirklich dann nur der Raid-Char wird und nicht mein Main. Okay. Weil Erfolge und sowas möchte ich trotzdem mit meinem Pali machen, weil ich eigentlich lieber Pali spielen wollen würde. Erstmal So. Krokodile töten. Und für PvP will ich zum Beispiel meinen Tudu aufleben lassen, weil ich PvP-Heal mag. Okay. Also, schön bunt gemischt bei mir. Ist dir auch schon ab und zu passiert beim Questen, dass dir auf einmal so ein Ali entgegenkam? Nein, noch nicht, aber ich bewege mich ja, also wir sind ja hier auf einem PvE-Server. Ich weiß gar nicht, inwieweit da das Open World PvP überhaupt an ist. Können wir das überhaupt anschalten? Ne, wir haben noch gar keine Talente. Aber das müssten wir dann, glaube ich, hier anschalten. Ich glaube, dann kriegen wir auch sogar mehr Erfahrung, ne? Muss es aber nicht sein, ich bin nicht so der. Weißt, wir sollen hier Krokodile töten und ich renne auf die Ich wollte gerade sagen, wo fliegt denn die? Schweine? Ich glaube, Schweine sind's. Die haben sie, glaube ich, auch auf HD umgesetzt ein bisschen. Die sehen anders aus, ne? Ja, sehe ich, das gar nicht erkannt. Die sahen vorher wirklich Komisch anders aus. aus. Ah, hier ist ein Kroko. Was ist eigentlich hinrichten? Das habe ich noch gar nicht angeguckt. Glaube ich, wenn sie kurz vorm Tod sind, oder? Dann kann sie eine starke Attacke machen. Ja, nur Gegner mit weniger als 20. Wird einfach mal ein Tee. Ach, das wird sich eh noch 100 Mal ändern. Oh, Krieger sind echt langsam. So, wo sind sie denn hier? Unsere ganzen Krokodile. Da hinten ist eins. Ich hole das da hinten auch nochmal ran. Oh ja, das war gut. Bis ich da hingelaufen bin. Ich bin außer Reichweite. So, ich komme zu dir. Wo bist du denn? Ach, du bist bei mir. Ach, ich bin hinter dir her. Jetzt geht das auch, ohne Ja, dass man jetzt gleich geht's. krepiert. Das ist sehr angenehm. Guck mal, da ist noch eins. Ich komme hier hinterher.
Oh, ich brauche noch einen. Warte, ich hol den. Ein Zahn fehlt mir. Hier fehlen noch 14. Nee, Okay, hier sind welche drin. 34 sogar. Ah, jetzt habe ich es auch fertig. Gut. Dann mal aufs Taxi und weiter geht's mit Rakaran helfen. Genau. Wie weit bist du in der Lore schon? Ohne dass ich irgendwas verrate. In der Lore? Also mit der, diese Geister, diese Lore-Geister. Narezan haben wir gerettet. Und ich habe mir auf dem Pali nicht Paku, sondern den anderen ausgesucht. Da habe ich mir Paku ausgesucht. Kann sie sich aussuchen? Auf dann. Es gibt doch diese Questreihe, wo dann die Totems. Ach ja, mit denen, wo du entweder schnell fliegen kannst und diese kleinen Drachen da auf dem Boden kriegst, ne? Und mit der Storyline mit den großen, wie heißt er? Rasan? Rezan, genau, den habe ich gerettet. Das ist ja der vom König. Genau. Und das ist so ungefähr der aktuelle Stand, den ich habe. Dass der halt gerade gerettet wurde und damit geht es dann weiter. Okay, oh, dann darf ich ja noch gar nichts sagen. Okay. Na, hä? Also das habe ich im Stream gemacht und den Stream gliedere ich ja ein Ja. in die BFA Let's Plays, dadurch, dass ja nicht jeder von YouTube auch bei Twitch ist. Irgendwie ist ja nichts, was wir brauchen, ne? Doch hier. Ich weiß auch nicht, was wir hier wollen. Ach, die brauchen wir? Ja, stimmt, die müssen wir wieder rüberjagen, genau. Ah. Warte da. Okay. So, warte, ich sollte dir vielleicht mal helfen. Oh, wie heißt das hier? Solarson, das sieht auch Ich gut muss aus. zuerst etwas anvisieren. Wo schwimmt denn hier lang? Ein Rennboot. Ist das das neue Gebiet oder das nächste Gebiet dann? Nee, das glaube ich gar nicht. Hier ist noch einer, warte. Sehr schön, So, dann ist die das haben wir Aufgabe auch fertig. gemacht. Ich brauche ein Ziel. So, können wir ja schon wieder aufmounten. Wollen wir weiter in den Bin Süden? ich als als Kriegertank ohne Schild unterwegs? Nein, also wenn als DD hast du kein Schild, aber wenn du Tank hast, ein Schild. So, na, ich kann Zerschmettern noch nicht machen gerade, weil ich gerade mit Schwert kämpfe. Aber wir haben ja. Haben wir schon Talente? Nee, wir haben noch keine Talente Wir haben Level gewählt. 10. Was sind wir? 8. Genau. Ja, gut. Dann gehen wir einmal fix die Quest ab und Ja. dann. Dann haue ich halt momentan nur mit Angreifen drauf. Ach, ist nicht schlimm. Das Hinrichten geht trotzdem. Was läuft denn hier rum? Ein Schamane. Schamane ist auch geil. Was ihr wolle. Das ist ja mein Level Let's Später. Play mit Monoshko. Der ist ja ein Hochbergtaube. Ich wollte es unbedingt antesten, was Hochbergtaube ist. Jetzt dürfen wir wieder zurücklaufen und den Dinosaurier töten, der uns gerade angegriffen hat. Sehr Könnten wir gut. zurück, können wir denen das nicht schon sagen, dass wir den schon gekillt haben? Das glaubt er uns, glaube ich, nicht. Nee, weil wir haben ja dann kein Schädel mitgenommen. Ja, stimmt natürlich. Also keinen Beweis, dass wir ihn getötet haben. Dann hoffen wir mal, dass er wieder lebt. Doch, er lebt schon, ich sehe den Punkt. Ja, da vorne läuft er rum. Angare. Kleiner Krieger. Rennt der einfach weg, dass mein Hinrichten außer Reichweite war. Ach, ich vergesse immer aufzumachen. Guck mal, ich kann mich jetzt schon als Katze verwandeln. Mimi, mimi, mimi. Mimi, mimi, mimi.
gucken, wie schnell die laufen kann. Oh, jetzt hört's auf. Wow, bin schneller. Zumindest für die paar Sekunden. Schneller Feger, du. Mhm. Den heißen Feger macht doch sowieso deine Trolldame. Ja, pass mal auf, wenn die schön gemockt ist. Ah, alter Falter. Da fangen die ich vergesse immer dieses komische Stadt da, wie sie heißt. Zulasan, Trolle an zu sabbern. Zuldasar. Da fangen die an zu sabbern. So. Weiterhelfen. Na, vielleicht schaffen wir ja die Szene. Ja, wenn wir Gas geben, schaffen wir sie noch. Eine Stunde ungefähr haben wir ja noch. Ja, wir sind jetzt so circa bei 34 Minuten. 35. Achso, dann haben wir noch 10 Minuten. Das müssen wir nicht schaffen. Ja, ach, wir haben Level Gear. Du bist ja sowieso ein bisschen weiter als ich. Also ich, mir fehlen jetzt noch... Ich habe jetzt 12%. Die dir noch fehlen? Nein, die ich habe. In den Level. Achso, mir fehlen gerade noch knapp 25% ja. Zum Level-Up. Du bist doch schon 9, oder? Nee. Achso. Nee, ich bin 8. Na, du, ich habe euch doch rumgeflogen, erkundet und so. Ach ja, Entschuldigung. Hat ihr doch? Mhm. Entschuldigung. Ja, ja. Ja, ja. Hier sind natürlich alle Tote da oben, den hole ich mal schnell. Das ist doch nicht wahr, dass sie so viele am Level sind. Wir brauchen nur töten, ne? Ja, okay, das geht ja schnell. Ja, die haben sie doch auch neu gemacht. Die sahen doch vorher auch ganz anders aus, ne? Die sahen auch anders aus. Das erinnert, ich muss gerade immer an diesen blauen Igel denken, wenn ja. Ich die angucke. Die sahen nicht so aus. Die waren vor allem viel rosaner. Die sind jetzt hier sehr lila angehaucht, finde ich. Und sehr blau angehaucht. Und sehen vor allem wie so kleine Schweinchen aus. Na, Schweinchen waren es ja schon immer. Aber eben. Ja, genau. Aber eben halt großer Schweinchen. Hier oben sind ganz viele. Viel ist nicht bei mir gut. Das heißt immer, viel wird gepult. Siehst du, du springst auch einfach voll rein. Ich habe kein Ziel. Na, ich bin ein Tank. Oder ich möchte ein Tank sein. Ich muss reinspringen. Ich darf keine Angst haben vor den neu gemachten. Schweinen. So. Ja, wenn ich einmal alles angehauen habe, müsste es gehen. So, siehst du, guck mal, geht doch. Das ist auch schon fertig. Huch, wo hast du den hergezaubert? Oh, von hinten. So, haben wir die Aufgabe, glaube ich, fertig, ne? Ja, das war's schon. Auf in so einen schicken Begleitern. Finde ich aber gut, dass sie das gemacht haben mit diesem... Da musste ich mich, glaube ich, damals sogar noch extra welche kaufen, dass ich den bekomme. Ja, ich habe tatsächlich extra welche gekauft, damit ich den bekomme, den Chauffeur. Also von den Erbstücken. Guck mal hier, so auch noch ein Druide und ein Jäger. Was ihr wolle. Vielleicht sind das auch die ganzen Neulinge, also die noch nie. Das kann natürlich auch WoW sein. Also ich jetzt bin ich auch mal Level 9. Ah, das schaffen wir noch. Ah, haben wir noch 8 Minuten, das kriegen wir hin. Du auf jeden Fall. Du hast ja ungefähr 30% Vorsprung. Ja, dann dafür pull ich jetzt alles. Das schaffen wir. Natürlich. Bring den dann gleich mal hierher. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, ein Krokodil, das wollte ich gar nicht pullen. Ach, egal. Ach, gib TP. Da war ich in einer Inni mit einem Heiler. Und zwar in der Inni mit Jatzma. Oder wie sie heißt. Ja. Und da war ich da mit einem Heiler, der hat wirklich... Also jeden Mob, an den der rankam, hat der gepult.
Level 114, wo ich mir so denke, so viel EP geben die doch gar nicht. Ich weiß nicht, was mit dem falsch war. Das hat mich richtig genervt. Ich bin da richtig, weiß ich nicht, drauf abgegangen. Ich war gestern in, wie heißt das? Das Pflöt? Das Pflöt? Wie heißt die? Da war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht, was das wirklich ist. Das ist so eine komische Goblin-Horde, Menschen-Instanz. Ich weiß nicht mal, was der Sinn dahinter, was da war. Weil wir hatten einen Dämonen-Hunter als Tank. Ey, der hat gleich vier Gruppen zusammengepult. Mal drei, mal zwei, mal vier. Das ging auf jeden Fall steil bergab. Wir sind so schnell durchgehascht. Ich glaube, ich bin in der Aufnahme in 7 Minuten reingekommen nach 7 Minuten und wir waren, glaube ich, noch 15, 16 Minuten raus. Na gut, das ist natürlich cool. Die sind aber so durchgelaufen, da hat es auch schon fast keinen Spaß mehr gemacht, weil ich wusste eigentlich gar nicht mehr, auf was sie schießen. Oder habe ich auch so immer eine andere Gruppe gepult und dann schreibt er, ich habe das gesehen, Hunter. Na, ich meine, ich finde schnelles Tempo gut, aber alles pullen muss nicht sein. Nee, der ist ja schon bei den ersten drei Gruppen. Ja gut, manchmal hast du dann so einen Tank, dann denkst du mir, ja gut, du läufst hinterher, durchlöcherst alle und fertig. Aber so durchgehasst, vor allem nach einer Woche, wo du die Instanz vielleicht noch gar nicht kennst. Müssen wir noch einem helfen, ne? Na, wir müssen da drüben noch was abgeben. Ich glaube, geholfen haben wir der Misha schon. Okay. Wie viel fehlt dir noch? 10, 20, 30, 40, 50, wie, das verdoppelt knapp sich 60. Ja immer. Geht die Leiste gerade runter? Nein, knapp 60 fehlt mir jetzt noch. Wieso, hast du schon Level Up? Nee, du hast noch nicht Level Up. Mir fehlen noch 25. Na, komm doch hin. Ich hab knapp 60, nicht ganz. Und du hast ungefähr 30 mehr als ich. Ja, siehst du, komm, bisschen mehr als 30. Mit. Du willst sie gleich umhauen. Ja, wir brauchen EP. Und eben erzähle ich noch, so viel EP bringen die ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum das alles gepult wurde. Und es ist wieder ein Heiler, der alles pullt. Respekt, böse. Das weckt böse und schlimme Erinnerungen bei mir. Dann machen wir lieber noch eine Quest. Da kriege ich mehr IP. Ja, recht gut. Entschuldigung. Das hat jetzt bei mir 5% gebracht. Ach, ich laufe gerade die ganze Zeit falsch. Wir müssen ja da lang. Ja, mir hat das auch 5% gebracht, aber. Gut. Die Quest gibt uns bestimmt gleich 20%. Oder so. Und pass auf, gleich fehlen die 5%. Also, sehr gut. Erste Ehekrieg, wollte ich gerade sagen. Schön. Komm ich hier durchgesprungen? Ja. Ich wollte es nicht riskieren. Ich tendiere die dazu, irgendwo festzuhängen. Oh, guck mal, es gab einen Beutel. So, ich brauche jetzt tatsächlich noch 30%. Siehst du, dann gehen wir die Aufgabe noch ab. So. Na, ich würde oben noch die Zauberschriftrolle machen. Da müssen wir bestimmt noch was töten. Okay, ich folge dir. Warte, was ist denn das blaue? Ach, das ist Haustierkämpfe. Na, hast du die Zauberschriftrolle nicht? Die Quest? Doch, hab ich. Achso, okay. Wenn ich herausgefunden habe, wo wir hin müssen. So, die Dicke noch anhauen. Hallo, hier geblieben. Ich habe noch kein Massending, ne? Ist okay. Oh, bam, was war das denn? Das war, irgend so ein dicker Schuss. Irgend so ein dicker Schuss. Überhaupt hier richtig? Nö, ich glaube nicht. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist oben, oder? Wo wir hin müssen irgendwo hoch. Ich versuche gerade den Weg zu finden. Ich glaube, wir müssen einmal hier außen rumlaufen. Ach, ich finde direkte Wege aber immer besser. Oh, und so oft verlaufen, ne? In dieser Stadt, in Zuldazar. Ja, aber mittlerweile geht's. Ja, inzwischen
schnalle ich auch, auf welcher Ebene ich was machen muss, aber so oft verlaufen. Ich war immer auf der falschen Ebene. Ich glaube, wir müssen andere Seite rum. Du hast doch gerade gesagt, einmal außenrum. Aber ja gut, das war das falsche Außenrum. Aber ich glaube, wir kommen da trotzdem hin. Guck mal, wir können ja gleich nochmal eine Quest annehmen. Oh, zwei Quests sogar. Was liegt an? Guck. Bleib so. Brauchen wir so einiges von hier. Jetzt können wir wieder reinlaufen. Ja, sogar wieder zu den Harpien. Sind immer noch oben. Warum denn oben? Die anderen sind doch auch unten. Okay. Wir gehen einfach gucken. Schön. Na hier, guck, da können wir rein. Ja, da hast du ja nochmal Glück gehabt. Aha. Aber warte mal, ich skill mal kurz auf Heiler. Ich bin gerade, glaube ich, auf Eule. Jo. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich das skillen kann. Und habe ich nichts anderes bekommen? Na, du hast am Anfang nicht viel. Ich habe nicht mal eine andere Attacke, warte mal. Doch, Zorn, das ist nur rausgegangen. Warte mal, das habe ich. Ja, passt. Wo bist du? Ich kämpfe. Und ich pulle. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, Kick stand bereits benutzt. Da warst du wahrscheinlich eine Sekunde schneller als. Die 10 mittlerweile. In der neuen Welt bleiben die ja kurz stehen, ne? Ja, genau. In der neuen Welt bleiben sie kurz stehen. Hier aber noch das nicht. Das haben sie natürlich nicht angepasst, wie gesagt. Kein Ziel. Na, irgendwas muss Malte doch zu lachen haben. Wie viel fehlt dir noch? 15%. Siehst du? Und ob sie wirklich Level 10 wird, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, sollen wir? Oder wollen wir noch die Level 10 schaffen? Ah, ich bin hin und her gerissen. Eigentlich wäre die Level 10 schon cool. Ja, komm, dann. Wo geht's weiter? So viel Stress am Abend. 10, eine 15. 12? Ja, nein, eine 15. 15? Ja, 15. 14 vielleicht, wenn ich nett bin. Wenn du nett bist. So ja. Dann müssen wir bestimmt auch rein. Oh, Bärengestalt habe ich auch schon. Ja, da muss man jetzt auch keine blöde Quest mehr für machen. Das stimmt. Früher, da musste es ja auch für die Wasserrobbe-Quest machen. Mhm. Ich sag doch, die sind über uns. Aber guck mal, da hinten ist auch noch so ein Nest. Ja. Ki, hattest recht. Tut mir leid. Ach, guck mal, hier ist alles voll. Guck mal, Papa holt gleich die da oben. Den. Den. Die Pflaume da oben auch. Ziel. So, haben wir die Aufgabe abgeschlossen, ne? Mir fehlen nur noch diese komischen Beutel. Oder ist das denn das? Genau, die Säcke fehlen noch. Ja, das stimmt. Aber ich weiß auch gar nicht, wo wir da jetzt. Also, wollen wir jetzt einmal hoch oder was wollen wir jetzt machen? Das weiß ich nicht, oder? Aber die Säcke, die waren noch hier unten. Ich bin total verwirrt. Nicht nur du. Ja genau, hier liegen die Säcke rum. Da hinten ist ein Sack und da ist ein Sack. Wie viel fehlen hier noch? Ich habe jetzt meinen vierten. Gut, hier kriege ich meinen dritten. Ich habe hier gleich einen. Also passt das. Das ist zu weit entfernt.
Dann gehen wir nochmal kurz da lang, dann finde ich meine letzten zwei und dann können wir abgeben und dann hast du auch Level 10, dann haben wir das geschafft. Ja! Finde ich gut. Okay, hier sind natürlich keine Säcke. Also ich habe fertig, aber diese komischen Schriftrollen haben wir halt immer noch nicht. Ich muss nochmal kurz zurück, irgendwo irgendwelche Säcke finden. Mal klicke ich mal an. Sind hier noch schon wieder einer wiedergekommen? Tü-tü. Tü-tüm. Also es sind jetzt nur noch 3%. Da ist einer, da ist ein Sack noch. Aber hier können wir auch gleich die Quest abgeben. Ah, hier rennt schon wieder ein Hexenmeister rum. Ja, diese Hexenmeister. Wirklich, wirklich viele unterwegs. Ja, das stimmt. So, jetzt ein Sack noch. Ein Sack noch. Und dann treffen wir uns beim Questgeber. Ein Sack, wo ist der letzte Sack hier? Jo, ich hau hier in der Zeit ein bisschen was. Zwecks Zusatz-EP für mich. In der Hoffnung, dass du weit genug weg bist. Ich bin weit weg. Ja, ich krieg auch jetzt gerade Doppelte. Und das ist der Mob fürs Level Up. Wenn er denn mal stirbt. Sehr schön. Achso, ich nehm's zurück. Halle. Jetzt. Aha, Level 10. Wuhu. So, mein Schatz, wir werden jetzt Krieger. Krieger sind wir. Tanks, so. Ja, perfekt. Ach, schön. Sack, ne? Ich bin jetzt einmal komplett außen rum. Gut, hier sollen auch gar keine liegen eigentlich. Habe ich jetzt gar keine Zauber mehr, oder was? Ja doch, die musste wieder neu in eine Leiste ziehen, das hatte ich auch gerade. Seit wann denn das? So. Das Spiel ist noch überfordert mit den Add-on. Siegesrausch, kenne ich schon, Sturmgriff habe ich auch. Okay. Sag mal, ich schreie gleich hier. Kein Sack mehr hier. Ach du armes Ding. Ansonsten suche ich den Sack nächste Woche. Ja, dann machen wir das nächste Woche. Ist auch ein wunderbarer Aufhänger. Genau. Ob er seinen Sack noch finden wird. Ja, Leute. Aber dann, wir suchen die Säcke. Also den Sack suchen wir noch nächste Woche weiter. Das könnt ihr bei Novi sehen, ob wir den Sack noch wirklich finden. Ich sag euch, bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuschauen. Und jetzt ist die lachende Novi dran. Ich kann mich nicht mehr. Es tut mir leid. Tschüss. Tschüss.